Ich liebe ja bekanntlicherweise Spieße. Und vor kurzem habe ich euch von spießdreher.de den Spießdreher vorgestellt. Und ja, das sind Russenspieße oder eher gesagt Russen-Schaschlik-Spieße. Wie das Ganze funktioniert und was ihr dafür Zutaten braucht, das seht ihr jetzt. Das sind die Zutaten, die wir brauchen für die Russenspieße oder eher gesagt für den Russen-Schaschlik. 2 Kilo Schweinenacken habe ich jetzt hier. Symbolisch liegen da jetzt nur ein paar Zwiebeln. Wir brauchen aber genau die gleiche Kilozahl an Zwiebeln. Das heißt in dem Fall auch 2 Kilo frischen Dill, circa 2 Esslöffel, etwas Olivenöl und von Ankerkraut das Gartenkräutergewürz. Ich schneide jetzt erstmal die Zwiebeln klein, seht ihr gleich. Konzentrieren wir uns erstmal auf den Schweinenacken. Da schneide ich jetzt richtig schöne Schweinenackensteaks runter, 2 cm dick. Und ja, müssen wir dann im Prinzip würfeln, zeige ich euch aber gleich. Was ich euch jetzt zeige, und zwar, wir müssen das Ganze natürlich spießgerecht schneiden. Dazu einfach einen so einen Nackensteak in der Mitte halbieren. Dann habt ihr 2 solche Hälften. Und diese Hälften dann, in, ich sage jetzt mal in gut auch 2 cm dicke Stücke schneiden. Das mache ich jetzt mit dem Rest und dann sehen wir uns an der Schüssel wieder. Hier seht ihr jetzt die besagten Zwiebeln. Das sind jetzt 2 Kilo in, ja, ich sag jetzt mal Halbringe geschnitten. Da kommt jetzt das Fleisch drauf und dann wird es zum ersten Mal grob durchgemengt. Am besten mit der Hand, bevor wir zur nächsten Zutat kommen. Durchgemengt ist es. Jetzt geben wir ein bisschen Olivenöl mit rein. Wirklich nicht viel, das reicht schon. Und wie gesagt, die 2 Esslöffel frisch geschnittenen Dill. Wir mengen das Ganze jetzt nochmal durch, bevor es zur nächsten Zutat kommt. Ist jetzt auch noch alles durchgemengt und jetzt geben wir circa, ich sage jetzt mal 2 Esslöffel von den Ankerkraut-Gartenkräuter mit rein. Da sind natürlich sehr, sehr viele Gartenkräuter mit drin, die ihr natürlich auch so frisch mit reinmachen könnt. Reicht für meine Begriffe. Jetzt nehmen wir einen ganz, ganz kleinen Schluck Mineralwasser. Das reicht schon. Ich setze die Enzyme so ein bisschen frei und mache das Fleisch mürbe. Rühre das jetzt durch, ja, und dann würde ich sagen, kann es ruhen, aber dazu gleich mehr. Da ich ja gerne einvakuumiere, benutze ich jetzt hier von Krinova diesen Vakuumierer. Dazu habe ich jetzt hier unten schon mal in so einer Vakuumtüte das Fleisch und die Zwiebeln reingemacht. Hier unten schön darauf achten, dass es eine auf diese Kante liegt. Gucken, dass es auch so gerade liegt. Können noch ein bisschen höher. Dann runter machen. Richtig klacken. Ja, und dann würde ich sagen, Vakuum ziehen. So lange, bis ihr alles wirklich Vakuum gezogen habt. Und dann schweißen. Ist jetzt im Vakuum gezogen, habe ich euch gerade gezeigt. Ihr könnt es natürlich auch in der Tupper-Schüssel im geschlossenen Zustand auch so in den Kühlschrank machen. Kühlschrank ist ein gutes Stichwort und zwar, da wandert es jetzt nämlich rein für die nächsten 12 Stunden. 12 Stunden sind jetzt vorbei, was wir machen und zwar die Vakuumtüte aufschneiden. Scharfes Messer ist da auch unabdingbar und dann heißt es erstmal aufspießen. Dazu nehmen wir uns dann ja, möglichst wenig Zwiebeln und nur Fleisch und spießen das im Prinzip hier auf diese Edelstahlspieße auf. Das mache ich jetzt mit den ganzen Spießen und dann sehen wir uns am Grill wieder. So sehen die Spieße dann aufgespießt aus. Was ihr allerdings nicht machen braucht, und zwar die Zwiebeln wegschmeißen, weil die kommen euch jetzt hier mit in die Pfanne. Die werden jetzt angebraten. Das ist eine perfekte Beilage. Ja, und dann würde ich sagen, kann jetzt endgültig gegrillt werden. Ich habe es jetzt hier drauf gemacht. Läuft jetzt auch schon ein bisschen und ich würde jetzt sagen, da warten wir jetzt so eine Viertelstunde, 20 Minuten und dann gucken wir mal, wie sie gleich aussehen. Im hinteren Bereich seht ihr jetzt hier oben 2 kleine Schrauben. Das hat Folgendes zugute. Und zwar könnt ihr da nämlich den Deckel vom Go Anywhere drauf machen. Da einfach so reinmachen. Deckel drauf machen und somit hat der Deckel nämlich dann auch wieder eine Funktion bei dem Spießdreher. Wenn ihr das riechen könntet, was hier für ein Duft in der Gegend ist. Es sind jetzt gut 15 Minuten rum. Ich habe vorhin schon geguckt und schaut euch das mal an. Sind das nicht perfekte Spieße? Ich mache die anderen jetzt derweil fertig, dann gibt es noch ein Tellerbild. Ja, und da würde ich sagen, sind sie fertig. Das waren sie. Die Russenspieße oder eher gesagt das Russenschaschlik vom Spießdreher. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir wie immer einen Daumen für dieses Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren. Das findet ihr unterhalb von diesem Video. Jetzt gibt es eine Neuerung und zwar für weitere Tipps und Tricks. Schaut einfach auf tobiasgrillt.de. Ihr habt genau richtig hingehört. Die Website hat sich geändert, also tobiasgrillt.de. Schaut danach für weitere Tipps und Tricks oder andere Rezepte.